Ihr wollt wissen, warum ich mein Material jetzt außen rum leite? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen weitergemacht vom letzten Mal. Ich habe leider nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte. Aber die Apparillos sind alle mit Strom versorgt. Und es fehlt eigentlich nur noch der Anschluss von den Kollegen. Und jetzt muss ich überlegen, das Rausführen von den Kollegen, glaube ich. Die habe ich da auch gemacht, oder? Ah, okay, da müssen noch welche rein. Richtig, so war das. Oder müssen die da raus? Ich weiß es schon nicht mehr. Was haben wir denn hier? Schauen wir mal. Irgendein Lift muss da hin. Okay, da kommt noch was raus. Das legen wir in diese Richtung. Und dann müssen wir mal gucken, was da noch ankommt. Das heißt, ein bisschen rechnen. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel ich da rechnen muss. Schauen wir mal eben. Wir haben, weil wir müssen noch auf jeden Fall noch ein bisschen zufüttern. Hier oben habe ich das so umgebastelt. Hier kämen dann Lifte nach unten oder vielleicht auch nach oben. Da bin ich mir noch unsicher. Oh. Das ist doof. Das heißt, es geht da nicht so durch und dann passt das. Wenn so drehe, wieder sieht alles bescheuert aus. Da müssen wir mal schauen. Wird das eigentlich gehen, wenn man die hier zusammen macht? Weil ein Umdrehen. Nee, das wird nicht passen. Schade. Alternativ kann ich auch gucken, dass ich einfach hier oben die Sachen näher ran mache. Dann sollte das auch passen. Kriegen wir schon hin. So, wir wollten in diese Richtung, weil da haben wir noch nicht angeschlossen. Genau. Das hier ist die Reihe, die da oben, die da versorgt wird. Hier sind die Stangen. Hier kommt der Spaß an und geht. Welche Richtung geht denn der jetzt? Eingang, das sind die Ausgänge. Genau. So. Hier gehen vier, die gehen runter. Dann geht das da rüber. Also, sind acht Stück. Acht Stück, acht Stück. Acht plus 32 sind 40. Heißt, wir können da noch 12 anschließen und müssen vier zufüttern. So war das. Okay, dann weiß ich das schon mal. Das ist doch gut. Also, vier zufüttern. 12 anschließen. Jetzt ist die Frage, ich habe halt, das war wild, hier den Kollegen, aber den kann ich ruhig, kann ich den hier rumziehen? Wenn ich den hier rumziehe, ist glaube ich ganz okay, oder? Natürlich weit. Besser wäre das, na, seit dann muss ich da so weit. Wenn ich den da, dann muss ich da wieder drüber gehen. Nee, wir machen das so. Okay. Dann fangen wir einmal an mit, der Kollege kommt hier runter, dann wird dort ein Splitter hingesetzt. In diesem Fall geht der Splitter so rein. Ich setze mich mal bis auf den Boden, genau. Einmal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wunderbar, so das dahin. Dann können wir den nämlich wegmachen und wir sagen, Kollege, du kommst da mal. So, dann können wir nämlich auch hier schon mal hingehen. Yes. Das machen wir nochmal. Förderband, Splitter. Shit, war das jetzt. Das war doof. Machen wir so. Das sollte passen. Ich hoffe das. Das passt. So, jetzt ziehen wir uns dieses Band hier dran. Okay, ist egal wie, es war immer schief. Passt. Aber das geht jetzt schon mal da rein. Hier kommt auch gar nicht mehr so viel an. Das passt. Die müssen jetzt eh alle
Wie heißt es? Genau. Die müssen jetzt eh alle. Da fehlt mir ein Wort. Volllaufen. Mann. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. Und 8. 9. 10. 11. Na, komm her. 12. So. Dich drehen wir jetzt einmal. Und zwar, dass du so ankommst. Dann kann ich dich nämlich aus Versehen da reinsetzen. Du musst die 2, 3 und die. Ach komm, da sparen wir uns. Den Kollegen. Auch wenn ich das sonst nicht gemacht habe, aber mein Gott. Irgendwas ist ja immer. Das heißt, hier hinten kommt Wand so rein. Dann sagen wir, du kommst da runter. So. Und ich habe kein Material. War ja so klar. Dann gehen wir mal schauen, dass wir noch ein bisschen Material kriegen. So, so. Einmal hier rüber. Ich hoffe, ich habe da hinten noch was. Weil der andere Container, der ist quasi... Also was... Aluminium angeht, ist leer. So, hier habe ich keins mehr. Da habe ich auch keins mehr. Mehr hatte ich da auch nicht. Da habe ich keins mehr. Da ist sowieso nichts. Was habe ich denn hier? Oh, hier habe ich noch ein bisschen was. Das ist gut. Habe ich hier hinten noch was? Nein. Und da auch nicht. Okay, wir müssen damit jetzt auskommen. Das heißt auf jeden Fall schon mal auf meine To-Do-Liste da hinten muss ich dann was setzen mit Gedönse. Also ich muss einfach mal zwischendurch wieder Aluminium holen. Jetzt so. Vielleicht machen wir das auch gleich eben. Den wieder vollladen. Damit wir den Spaß hier rüber kriegen. Und ich weiß halt nicht, ob ihr jetzt euch nochmal angucken möchtet, wie ich hier oben den Spaß wieder draufsetze. Was wir gleich zusammen machen werden, ist für die 18. Das waren 18, ne? Nein, 24 sind es. 24 bin ich schon. Für die 24 extra Apparillos wollte ich hier oben ein bisschen anders arbeiten. Denn da wollte ich quasi das Eisen reinführen. Und dann direkt durchreichen, dass sofort die Stachel kommen. Also ne, in den ersten Konstruktor und den zweiten direkt dahinter. Und für alle weiteren wird das dann separat aufgebaut. Quasi ähnlich wie hier. So, die Seite muss ich. So, ihr seid schon mal angeschlossen. Das ist gut. Das ist gut. Und du kommst da raus. Gehst du hier rüber? Eigentlich hätte ich dich hier gerne direkt an der Wand da, aber da komme ich halt nicht hin. So, zack, zack, zack. Nee, so. Dann kommst du halt bis hier hin. Mal gucken. Ist ja... Das ist ja richtig gut. Habe ich dich jetzt hier auch gerade? 1, 2. Und hier kommt da dran. So, dann ziehen wir dich mal. Das ist jetzt eine ganz einfache Geschichte. Die laufen erstmal voll und der Rest wird nach oben geleitet. Ich habe auch unten, das zeige ich euch gleich nochmal,
ein bisschen umgebaut, dass ich wirklich 3x780 habe und einmal den Rest. Weil da. Was kann ich mehr? Wie viel war das? Habe ich die Rechnung noch? Garantiert habe ich die Rechnung nicht mehr. Guck mal, den hätte ich doch hier auch. Ich glaube, das mache ich auch. F ist die Taste, die ich suche. Du bist die Taste, die ich suche. Okay, da läuft schon mal. Und da läuft jetzt auch. Okay. Gucken wir sofort. Ich müsste dann hoffentlich auch mit denen da. Also von den Zahlen her sollte das alles so passen. Nein. Wie ich das bisher aufgebaut und berechnet habe. Das ist natürlich auch nur eine theoretische Geschichte. So. Die Dinger, die hier an der Wand entlang führen, gehen. Ja, also diese beiden Bänder, das sind quasi unsere Stangen selbst, wie man sieht. Die gehen wieder nach oben und landen dann hier in der Mitte bei dem, was runtergehen soll. Da wird das zusammengebastelt. Der hier steht vollkommen sinnlos in der Gegend rum. Der sollte da auch gar nicht sein. So, damit habe ich hier alles voll. Das läuft da voll. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis wirklich alles gefüllt ist. Wobei, der ging recht schnell da vorne voll. Natürlich arbeitet das Ganze jetzt noch. Hier kommt jetzt ordentlich schnell was runter, weil alles andere voll ist. Aber dann sind oben die Maschinen schon mal so voll gelaufen, dass wir das auch möglichst effizient alles raushauen. Das gefällt mir. Das heißt, da müsste jetzt viel gelb sein und eine Menge grün. Oder was heißt eine Menge? Eigentlich ist eine Menge... Was ist eigentlich eine Menge, wenn man so redet? Alles ausnehmen. Ich will den hier so langsam wegkriegen. Also hier ist schon mal... Ne, da ist alles gelb, da ist alles gelb. Da hinten ist alles grün. Gefällt mir. Die sind hier ordentlich am Arbeiten. Das geht raus, geht hier runter. Kleine Besonderheit noch. Die, wenn man jetzt aus dem Red Forest guckt, ne, hier Mitte, quasi alles, was hier auf die Seite kommt, alles, was auf den hinteren Teil kommt, ist dort. Und alles, was auf den vorderen, also auf diese hier, kommt, ist dort. Also auf der Seite. Also konnte ich das am einfachsten machen, anstatt von da hinten irgendwie alles durch Bänder hin und her, damit einer hier und einer da, damit die Seite wirklich komplett die Seite ist und die Seite die, habe ich gesagt, okay, ich trenne hier anders. Scheint auch zu funktionieren. So, jetzt wollten wir einmal, genau, Zahlen wollten wir gucken. Wir haben 2760 minus 3x780, bleiben 420 über, genau, die 420. So, wie habe ich das gebaut? Ich bin hier runtergefallen. Habe im richtigen Moment eigentlich viel zu früh. So, und dann habe ich hier dieses wunderbare Ding gebastelt. Ein Splitter, der splittert einmal mit auf diesen Merger, damit die 10 zusammen hier ein 780er ergeben, plus der Rest, der hier rauskommt. Die 10, also 650, gehen hier rein, dann gehen halt die 130, die da fehlen, gehen dorthin, 130, die dort fehlen, also im Prinzip ist da das gleiche, ups. Geht dann da drauf. Die laufen auch dazu. Haben wir da auch 780 bei den beiden Bändern. Und dann geht dieses Band hier ebenfalls da hinten hin, auch mit 130. Ich habe hier vorsichtshalber einen intelligenten Splitter hingemacht, der hier Eisenbahnen rausgibt. Und da einfach nur den Überschuss. Und der ganze Spaß kommt von... Okay. Dort. Das ist quasi der Überschuss, den wir hier in der Startproduktion haben. Damit habe ich den ganzen Spaß dann
hochgeleitet. Also haben wir hier die drei 780er, die auch da verbraucht werden. Das heißt, da muss ich mich nicht mehr darum kümmern, dass ich die noch weiter hochkriege. Also ist das kein Problem, dass ich das da habe. Hier den Spaß kennen wir ja. Da geht auch, ne, Eisen hoch. Das ist quasi der Rest, also das, was aus dem Überschuss rauskommt, geht über diese Reihe hoch, diese 420, und wird dann hier an dieser Stelle, zeige ich mich dann auch noch eben, geht das einfach in einen Splitter. Der splittert einmal alles, was ich hier brauche, auf, setzt das da rein. Das sind 60, glaube ich, ne? 4 mal 15 müssten es sein pro Minute. Ja, ich könnte hier auch ein 60er Band hinmachen. Ich glaube, das mache ich auch. Weil mehr brauche ich da eh nicht. Die Bänder sind voll. Dann kann mir nach oben hin die restlichen 360 können mir dann auch nicht zu wenig werden. Ja, machen wir ausnahmsweise mal was hier gezielt mit den passenden Bändern. So. Und ja, die Apparillos, die sollen halt schnell hochfeuern, ist okay. Das sollte passen. So. Dann geht auch immer, wie gesagt, genau der Spaß. Guck mal, das sollte jetzt auch kontinuierlich laufen, und eben nicht stocken, zumindest bis es da oben voll ist. So. Das sieht doch gut aus. Da kommt immer mal ein bisschen was nach. Schön. Okay, damit hätten wir hier unten alles angeschlossen. Die Reihe hier ist fertig, das heißt, ich gehe hier durch, schnappe mir den und mache hier zu. Weil das vollkommen Sinn macht, aber egal. Ich muss noch da und da Säulen setzen. Dort hinten habe ich schon gemacht und auf der Seite auch, aber ups. Ach ja, weil ich den Strom hier mittig haben wollte, musste ich einen Balken setzen. Aber ich glaube, das sind Sachen, die könnt ihr verkraften, dass ich sie ohne euch gemacht habe. So, jetzt habe ich gesagt, die kommen hier hoch, weil hier wollen wir so weiter verteilen, damit sie verarbeitet werden können. Da muss ich noch gucken, wie ich das am sinnvollsten mache. Wenn ich hingehe... Wir versuchen mal was. Wir reden hier von den beiden mittleren. Dann müssen wir schauen, wo wäre denn der Ausgang von dem Ding? Ja, schauen wir uns hier. Ja, das war richtig. Danke. So, der Ausgang ist da. Das heißt, ich setze mir dort. Genau dort und genau dort den Kollegen hin. Mache die weg und sage, ich hätte gerne. Den Eumel umgekehrt. Okay. Ich muss noch eine. Ich muss einen weiter reingehen. Das heißt, ich setze den Eumel mittig. Wenn ich den Eumel mittig setze, dann probieren wir jetzt aus. Dann sollte ich da näher rankommen und habe das Clipping weg. Und damit kommen die Stangen hier hoch. Und genau so machen wir das hier auf der anderen Seite. Da, da und da. Die Position zu finden ist ja einfach. Da und da und da. Weg, weg, weg. Und die Dinger hier, die nehmen wir dann auch weg. So. Dann haben wir gesagt, wir hätten gerne den Kollegen hier hin. Hier hin und ich habe hier noch einen stehen. Ja. Den Satz würde ich bitte gerne streichen aus dem Protokoll, ja? Danke. So, dann nehmen wir dich weg. Dich weg und dich weg.
Und wie genau wir das dann hier drin, wobei das ist eigentlich vollkommen egal. Wir gehen hin und sagen. Einfach nur ein bisschen tiefer. Direkt an die Kante. Und dann hier rüber. Und direkt an die Kante. Sehr schön. Damit habe ich hier meine Apparellos. Das sind jeweils, jetzt darf ich nicht lügen, 32 plus 8, also jeweils 40. 40 mal 15 sind 600. Also das sind jeweils 600. Weil 4 mal 40 sind auch 160. Alter, das funktioniert ja wieder. Wahnsinn. So. Jetzt haben wir aber noch auf der Seite Wände. Habe ich mir jetzt quasi das Schöne dadurch verbaut, dass ich... Natürlich habe ich das. Ich bin so ein Depp. Oh, ist das dämlich. Also ihr seht es wahrscheinlich schon. Ich kann das ohne Clip nicht da durchziehen. Eine Möglichkeit wäre, die Sachen von hinten mal reinkommen zu lassen. Indem ich das da dran vorbeiziehe. Dann würden die da hinten hochgehen. Da wird es keinen stören. Gibt dem Gebäude von außen ein bisschen mehr Charakter. Könnte man machen. Dann bräuchte ich hier diese Wände nicht, sondern müsste das alles darüber schieben. Okay, das ist offensichtlich etwas, womit ich mich später beschäftige. Nee, machen wir auf jeden Fall. Da wird sich nicht mit später beschäftigt, sondern das ziehen wir jetzt durch. Da 3, da 2... Wie sieht's auf der Seite aus? Da hatten wir links 3, rechts 2. Easy. Da. Immerhin bin ich einheitlich. Wenn ich das jetzt noch vertauscht hätte, wäre richtig mega, ne? Ja, gut. So, jetzt haben wir auch schon wieder Autos. So schnell, so lange schon? Nein. Okay. Ich habe ein bisschen früher das Spiel gestartet. Na, dann warten wir das eben da. Okay. Wir gehen jetzt nochmal da runter, basteln das so um, dass die Sachen außen rum kommen. Und mache ich das jetzt auf der unteren oder? Nee, eigentlich, ich habe immer gesagt, oben geht, das obere Loch ist für, geht einen weiter nach oben und das untere ist, kommt von unten. Macht ja Sinn. Also ziehen wir das hier drunter auch direkt wieder so durch. Also muss ich doch nochmal, in dem Fall, nehmen wir mal da durch. War. Steht genau davor. Oh, natürlich hängt das hier alles so davor. Aber hier drin sieht es keiner. Wir haben gesagt, da wo es keiner sieht, ist es halb so schlimm. So, da oben wird man es sehen, da wäre es kacke. Hier machen wir den weg und ersetzen den durch... Wenn ich das richtige Ding hier finde, zack, zack, zack. Ja, so. Und genauso machen wir es mit dir. Du wirst ersetzt durch den. Und was haben wir hier unten? Hier geht in Duschen. So. Gleichzeitig schnappen wir uns so eine Wand und ersetzen da und da. Schön. Du hier, Wand, gehst dort. Rüber. Ich gehe dort drunter durch. Du gehst darüber. Ja, da kreuzt sich das jetzt halt. Und da wird es ganz schlimm. Macht nichts. Haben wir alle nicht gesehen. So, 1, 2, 3. Stahl geht vorbei. Das bedeutet aber auch, ich habe wieder irgendwelche Schütte in der Tasche, die ich nicht brauche. So.
einmal eben den Kollegen nehmen. Dann weg damit. So. Haben wir. Machen wir. Da dran. Da dran. Und da dran. Okay, das geht außen. Dann machen wir den ganzen Spaß nochmal eben auf der anderen Seite. Mit der entsprechenden Wand. So. Weg. 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 Du kannst weg. Du kannst weg. Und du kannst weg. Und gleichzeitig kannst auch du weg. Dann, nein, hier bin ich falsch. Da bin ich richtig. Den dahin, den dahin. Ich muss jetzt gleich sowas von los, den Spaß da abholen. Also, mehr Aluminium holen. Nein. I'm running out. Dann müsst ihr euch vielleicht doch nicht angucken, wie ich oben einfach nur irgendwelche Apparillos so setze, wie ich es schon mal gemacht habe. Okay, unten geht schon wieder los. Oh, schön. Das heißt aber auch, ich kann hier runter, da rüber, da hoch. So, okay. Dann fliegen wir dort lang. Ja, komm. So. Gucken wir mal eben, ob das hier halbwegs funktioniert. Ja, es gibt dem Ganzen auf jeden Fall Charakter. Ja, mit den 17 komme ich nicht weit. Okay, das heißt, ich kriege das auf der anderen Seite definitiv nicht hin. Hier kommen die Dinger hoch. Wir... setze ich jetzt erst oben die einen Apparillos, die ich mir so gedacht habe. Ich würde die gerne, weil Eisen dort auf der Seite ankommt, würde ich das gerne da machen. Das tun wir jetzt auch. So, dann heißt das, wir wollen gerne Produktion haben. Ja, Zeug haben wir nämlich gerade dabei. Dann kriege ich da jetzt nicht nur eine blöde Zugfahrt oder so sieht aus. Okay. Einmal hier nebeneinander packen. 2, 3, 4. 10 brauche ich nicht. Ich muss nur den letzten weglassen. Wie viel haben wir denn noch? Oh, und ich habe hier noch nicht gemalt. Alle Arbeiten vernachlässigt. Oh, 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 oh. Ja, es gibt Mega von Eggert. So. Einen noch. Okay. Das passt hier auf jeden Fall. Hier, der muss weg, weil da kommt unsere Treppe wieder hin. Das machen wir auch direkt. Wir fangen an mit dem Kollegen, setzen ihn so und setzen den so und setzen hier ein so, gehen hier rüber, da unten muss dann auch wieder eine Türe rein. Das ist hier jetzt hier zum Schönmachen. Warum ich eigentlich die Tür am weitesten seit wann geht das denn so?
Ja. So. Okay. Tür haben wir. Da fehlt dann noch das Dingens hier. Oh, da muss ich sowieso gucken. Da muss ich wohl da nochmal einen Ausgang machen und um hier hochzukommen. Leute, Leute, Leute. Da war ich. Also erstmal, ich meine, das ist ja sowieso Quatsch, weil wie gesagt, na komm hier. Und hier. Dann kommt, so, dann kann ich auch hier hinsetzen, genau. Hier kommt der. Dann geht es zwei runter. Dann muss ich jetzt gucken, wie das passt, ne? Vielleicht muss ich da das Treppenhaus auch anpassen. Weil ich bin ja jetzt hier schon auf dieser Höhe. Wenn ich jetzt hier hingehe und den mache, dann geht das ja von da aus dahin. Das ist ja mega ungünstig. Okay. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen falsch gedacht. Das ist sowieso nochmal so eine Nummer, wie ich das am besten mache. Also, pass auf. Wir ziehen den Kollegen dahin. Wir ziehen dich dort neben und lassen die Treppe raufgehen. Eins, zwei. Jetzt fehlt mir aber am Ende so eine halbe Treppe hier. Das wird mal richtig grauselig. Was heißt eine halbe? Eine Vierteltreppe fehlt mir. Wie mache ich das denn? Weil dafür habe ich nichts. So. Jetzt haben wir gesagt, wir gehen mit der Treppe dahin und dorthin. Und gehen dann hier hin. Aber in dem Fall muss ich das anpassen, weil ich sonst blöd auskomme. So, und hier fehlt mir jetzt genau ein so ein Pizzlestück. Nehmen die nochmal weg. Wir nehmen uns so einen Kollegen. Lassen den hier hin. Setzen die Leiter hier an. Dann hängt die so darüber. Das ist doch. Ha! Ist das ein Problem für Future Sven? Weil egal wie ich es mache, ich komme nicht bis da oben. Da muss ich mir was einfallen lassen. Da muss ich diesen halben Versatz oder Viertelversatz da dran machen. Das fällt mir auch noch ein, wie ich das hinkriege. So, wir packen dich hier genau so davor. Wie weit kann ich dich überlappen? Gar nicht. Also, nein, nicht verrutschen. So, wir packen dich dorthin. Dann haben wir nämlich schon mal ein Paket. Von 16 Stück. Von den besagten 24, die ich brauche. So, gehen wir mal bis hier hin. Das ist schon mal gut. Wir ziehen uns mal eben ein bisschen was aus. Ich habe hier schon unten, ich habe unten rum alles markiert. Ich habe unten rum alles markiert. Ja, danke. Das wäre halt wirklich gut, wenn ich diese Markierung hätte. Weil dann weiß ich, wo ich aufhören muss.
Und da noch. Dann haben wir es da hinten auch nochmal. So, hopp. Und hier hatten wir gesagt, weil es so schön ist, machen wir den hier, den Bereich hier rot. Weil Achtung, könnte mal runterfallen. Da ist alles voll. Da ist alles voll. Jetzt hoffen wir, dass hier alles voll ist, dann passt das. Sehr gut. So. Das heißt, wir haben auf der Seite kommt der Spaß hoch. Das heißt, ich würde auch auf der Seite die anderen reinlaufen lassen, weil hier habe ich jetzt ganz, ganz praktisch Moment, das war doch Produktion, Konstruktor, umdrehen. Das war doch irgendwie von den 8 müsste ich mir, da müsste 6 auseinander sein, ne? 6 Ticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ticks auseinander. Stimmt das? Logistik, da war's. Dort haben wir Fusionatoren. Nee, müssten weniger sein. Die Richtung ist relativ egal. Wir lassen es jetzt nach hinten. Nee, ist es nicht. Egal. Dann noch weg. Drehen wir um. Müssen wir umdrehen. So, nochmal. Da, da. Dorthin. Dann den weg. Und. Oh, das ist einfach. Ja, wunderbar. So, ich muss mal eben hier die. Wie viel sind das? Drei Stück. Nein, zwei Stück muss ich nochmal wieder draufziehen. Damit ich da nicht falsch bin. So, dann ziehen wir die hier rüber. Das sind 4, 5, 6, 7. So, bis hierhin. Und da kommen die Kollegen hinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann können wir die hier nehmen und eben einmal direkt hier zwischensetzen. So. Hier brauchen wir die auch überall. Auf jeden Fall. Es ist halt die Frage, wie ich das sauber hinkriege, dass die anderen genauso laufen, wie sie laufen sollen. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein Problem von FutureSmart. So. Denn. Wir packen mal eben hier. Da kommen wieder die Stangen hin. Ich sage kopieren. Ich sage einfügen, einfügen, einfügen. Und so weiter. Wir fügen eine Runde ein. Da rein, da rein, da rein. Und so weiter. Denn hier haben wir das. So, und hier ist es diese Reihe. Ich glaube, in dem Fall würde ich die Reihe auch einfach von unten bestücken lassen, damit ich überhaupt keine Verwirrung habe. Das ist zu nah dran. Zu nah dran, richtig. Richtig. So. Das heißt, das wird alles von unten bestückt mit Eisen. Und hier werden jetzt Stacheln gemacht. Weil die praktischerweise genau 1 zu 1 von der Rate her sind. Das heißt, immer wenn hinten einer fertig wird, geht der vorne rein, wird weiterverarbeitet, fertig. So,
Und das machen wir auch hier. Und dann würde ich auch vorschlagen, machen wir auch heute das wieder so. Ich mache das Ganze hier oben wieder die Tasche drüber setzen. Die anderen Apparellos setzen werde ich machen. Wahrscheinlich werde ich hingehen und hier hinter, also quasi an der Stelle, so, machen wir einmal vor, packe ich einen Splitter hin, der da reinläuft. Ein Platz dazwischen, da ist glaube ich ganz gut. Ja, hier Splitter und dann direkt davor die Apparellos. Oder ich ziehe sie von der Mitte aus. Das könnte vielleicht auch nochmal clever sein. Da muss ich auch ein bisschen hin und her probieren und das weiß ich noch nicht. Kriegen wir hin. Muss ich sowieso erstmal gucken, was muss ich denn da machen an der Stelle. Was muss ich denn da weiterverarbeiten? Ich könnte da den Stahl schon mal weiterverarbeiten. Den habe ich nämlich auch schon hier oben. Und wenn der Stahl schon mal hier verarbeitet wird. Genau, dafür bräuchte ich nur 70. Und bei mir. Hat's gerade geklingelt. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Und das, obwohl ich gerade Tschüss sagen wollte. Wunderbar. Okay. Also, hier probieren wir mal ein bisschen aus. Ich möchte das eigentlich so haben, dass es quasi wieder mit der Kante abschließt. Ach komm, wisst ihr was? Damit das jetzt nicht... Oh, ich muss mal kurz weg. Komm wieder und dann sage ich Tschüss. Ist auch doof. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir merken uns mal die 230, die da steht. Wenn mir die irgendwie falsch vorkommt, aber egal. So. Setzen den da hin. Dann setzen wir... Hat man gesagt, vier reichen. So, eins, zwei, drei, vier. Dahin. So. Bitte sag mir, dass das vier sind. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich den direkt dran setze, passt das perfekt? Moment! Nee, nicht Fusionator. Wir wollen den Splitter haben. Der Splitter kommt dort rein, haben wir gesagt. Ja, haben wir gesagt. So. Ich ziehe die mal eben hier so rum, weil das scheint ja wirklich wie die Faust aufs Auge zu passen. Bis hierhin. Müssen wir uns angucken. Da wird das halt nicht so gut klappen. Da werden wir nur diese eine Reihe hinkriegen. Weil hier vor kriege ich keinen mehr. Das macht aber nichts. Darum geht es gar nicht. Dann brauchen wir uns die 230 gar nicht merken. So. Gucken wir mal. Das ist perfekt. Das ist wirklich... Ich bin ein bisschen überrascht, dass das so gut hier oben passt. Weil... Ja, ihr kennt mich ja. Ob hier irgendwas geplant wäre. Also das war ein Versehen. So, und jetzt kann ich nämlich den nehmen. Und dann setzen wir den schön da dran. Liegen hier rüber. Dahin. Das machen wir jetzt noch eben. Also zumindest diese Seite. Das ist ja mega. Da brauchen wir keinen mehr. 198. Okay. Ich hatte jetzt gesagt, wir machen hier Stahl, ne? Das ist doch Quatsch. Wir machen hier mit den Stangen weiter. Wir machen nicht Stahl. Wir machen, das wird alles hier, wird das gleiche Zeug. Da kommen überall die Stachel raus. Hier, Stachel. Das ist ja easy. Dann ziehen wir die da rüber, aber da brauchen wir halt noch deutlich mehr. Die müssen auch in die nächste Etage noch mit rein, wo dann auch der Stahl verarbeitet wird. Alternative wäre natürlich, ich mache hier den Stahl, weil davon brauche ich nur 70. 8, 16, 32 haben wir. 16,
Nummer 32 sind wir schon fast da. Dann brauchen wir da hinten noch 6, glaube ich, ne? 32 und 32 sind 64, fehlen noch 6 bis zu 70. Okay. Machen wir anders. Wir fangen dort an und ziehen ab da Stahl. Ziehen den. Das sind dann. Das waren 5 Reihen, die wir da hingekriegt haben. 5 mal 16. 5 mal 16. Sind 80. Ist schon zu viel. Das heißt, wir können von der Seite, also die Seite komplett in Stahl machen, können hier schon mal weiter Stangen verarbeiten in Stachel. Wir müssen dann nur gucken. 5 mal 18, 40. Ja, vielleicht muss ich ein bisschen vom Design her rum. Ich weiß noch nicht. Wir schauen mal. Das wird noch spannend. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal Aluminium organisieren, damit wir da beim nächsten Mal weitermachen. Guck mal, das nehmen wir jetzt auch als Thumbnail hier. Mal ein bisschen höher. Irgendwie sowas. Und dann können wir beim nächsten Mal direkt weitermachen. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Bitte nicht sterben. Und damit macht es gut, Käffchen.